Ein Minensuchtrupp im Einsatz. Bis zu 10 Millionen Sprengkörper liegen vermutlich unter der Erde Afghanistans verborgen. Speziell abgerichtete Hunde sollen diese gefährlichen Hinterlassenschaften des Krieges aufspüren, bevor sie explodieren. Minen sind Waffen mit militärischem Ziel, doch ihre Opfer sind in den meisten Fällen Zivilisten. Kabul nach 25 Jahren Krieg. In die 2000 Jahre alte Hauptstadt Afghanistans ist nach der Besetzung durch die Sowjetarmee, Bürgerkrieg, Taliban-Regime und den Luftangriffen der Amerikaner endlich Frieden eingekehrt. Doch der Schein trügt. Sowohl Russen als auch Amerikaner haben Millionen Sprengkörper zurückgelassen, die jederzeit in die Luft gehen können. Darunter Antipersonen- und Panzerminen und Sprengstofffallen. Schätzungsweise 15 Jahre wird es dauern, bis die letzten Minenfelder geräumt sind. Die Minensuchtrupps arbeiten eng mit den internationalen Hilfsorganisationen zusammen. Hier sichern sie ein Gelände, auf dem amerikanische Soldaten eine Brücke wieder aufbauen wollen, die ihre Streitkräfte zuvor zerstört haben. Mario Böhr, der Einsatzleiter, ist seit 4 Jahren beim Minensuch- und Hundetrainingszentrum MDC in Kabul. Minensuchhunde können selbst kleinste Mengen des Sprengstoffes TNT aufspüren. Mit ihrer Nase riechen sie 12-mal besser als Menschen. Die Führer lassen sich einen Fund immer durch einen zweiten Spürhund bestätigen. Wenn auch dieser Sprengstoff anzeigt, ist Vorsicht angesagt. Hat ein Suchhund etwas gewittert, setzt er sich hin. Nein, bleiben! Um die Art des verborgenen Sprengkörpers zu ermitteln, setzen die Minensucher einen Metalldetektor ein. Schlägt er aus, befindet sich in der Erde Sprengstoff in Verbindung mit Metall, vermutlich eine unexplodierte Mine. Die beiden Hunde, die haben hier in der Erde oder auf der Erde was gefunden. Der Miner war ganz kurze Zeit hier dran mit dem Detektor und hat gleich gesehen, natürlich, das ist ja sichtbar, das Licht auf der Erde, dass es sich hier um einen unexplodierten Gegenstand handelt. Von meinem Standpunkt aus würde ich sagen, das ist ein Stück von einer RPG-7, das ist eine panzerbrechende Waffe, eine aktiv überkalibrige Hohlladung, die für Panzer genutzt wird, um Panzer zum Stehen zu bringen, zu bekämpfen. Und um unsere Leute nicht in Gefahr zu bringen, wird das natürlich durch uns nicht aufgenommen. Es ist die Vorschrift, dass wir dann 500 Gramm TNT anlegen und das Ding zum Abschluss heute Nachmittag sprengen werden. Die empfindliche Nase des Hundes braucht nach spätestens 20 Minuten eine Pause. In dieser Zeit beginnt ein sogenannter D-Miner, ein Minenräumer, den gefundenen Sprengstoff freizulegen. Konzentration ist lebenswichtig, denn viele Minen liegen nur wenige Zentimeter unter der Erde vergraben. Hier legt der D-Miner eine sowjetische Antipersonenmine frei, in der 240 Gramm TNT verborgen sind. Sie explodiert schon bei einer Belastung von 5 Kilo. Tritt ein Mensch darauf, würde die entstehende Druckwelle ihm Beine oder Arme abreißen oder ihn sogar töten. Mein!
Ein neuer Morgen. Die Hundeführer sind auf dem Weg zum Hauptquartier des MDC am nördlichen Rand von Kabul. Rund 1000 Hundeführer, die derzeit in Afghanistan im Einsatz sind, wurden hier ausgebildet. Ihre Arbeit wird vom Auswärtigen Amt in Deutschland und der UNO finanziert. Unter der Leitung von Mario Böhr hat sich das MDC zu einer effektiven Minensuchorganisation entwickelt. Morgenappell. Die Hundeführer warten auf die Anweisungen von Mario Böhr. Der Führungsstil des ehemaligen Oberleutnant der Nationalen Volksarmee der DDR hat sich bewährt. Chief Instructor Zainuddin ist seine rechte Hand. »200 deutsche und belgische Schäferhunde sind derzeit in Ausbildung. Sie werden in Einzelzwingern gehalten, damit sie sich ganz auf ihren Führer fixieren. Die Dienstzeit eines Minensuchhundes dauert durchschnittlich 8 Jahre. Ein gut ausgebildeter Hund kann in dieser Zeit bis zu 1000 Minen aufspüren. Die Hunde auf dem Weg zum täglichen Training. Hundetrainer Abdul Hadi kommandiert vor allem in deutscher Sprache, denn diese Befehle sind kurz und einprägsam. Die Hunde werden auf den Geruch von Sprengstoff trainiert. Doch mindestens ebenso wichtig sind Gehorsam und Disziplin. Jeder Hundeführer muss seinen Hund gut kennen und dessen Körpersprache verstehen. Dabei darf aber der Spaß an der Arbeit nicht verloren gehen. Ein Hund, der sich unter Druck gesetzt fühlt, macht Fehler. Bleiben! Stop. Bleiben! Ruck! 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 Bleiben! Bleiben! Sit! Auf! Auf! Bleiben! Sit! Nachwuchs aus der eigenen Zucht. Welpen mit ausgeprägtem Spieltrieb werden im Alter von 3 Monaten für die Minensuche ausgewählt. Welpentrainer Mohammad Bismillah konditioniert die Welpen auf einen Spielball, der nach 6 Monaten mit TNT angereichert wird. Bei der Minensuche dient das Lieblingsspielzeug als Belohnung. Nach 18 Monaten Training absolvieren Hundeführer und Hund eine Abschlussprüfung. Bestehen sie diese, beginnt für das Team der Einsatz auf dem Minenfeld. Tägliches Üben ist wichtig, um die Kondition des Hundes zu trainieren. Cora hat zwar gelernt, ihren Ball von einer Mine zu unterscheiden, doch ist sie oft noch zu unkonzentriert, tritt beim Spielen auf die Attrappen. Im Ernstfall ein tödliches Missgeschick. Trotzdem zieht Abdul zur Belohnung den Spielball aus der Tasche. Ivan. Ivan. Komm! Alle 6 Monate werden die Hunde von Mario Böhr und Chief Instructor Zainuddin geprüft. Der Hundeführer muss dabei beweisen, dass er den Hund an einer 8 Meter langen Leine sicher über das Feld leiten kann. Wir wollen über seine Fehler reden und über die Prüfung allgemein. Performance generally.
Für jeden Hundeführer ist es sehr wichtig zu wissen, ein Hund kann nur so gut sein wie sein Hundeführer. Je mehr Erfahrung er hat, desto besser ist er als Hundeführer. Er war früher ein guter D-Miner, er hat also viel Erfahrung, kann seinen Hund sehr schnell und sehr gut führen. Als Hundeführer ist er außerdem verantwortlich dafür, dass er seinen Hund täglich unterrichtet, also wirklich Tag für Tag. Er hat die Verantwortung als Hundeführer. Er muss die Alpha-Position behalten, nicht andersherum. Er ist für alles verantwortlich. Not upside down. Nope. He's responsible for everything. No, from my side it was all. Hey, did you have any question more to him? No. Adi? Yes. Everything okay with him? Borobahai. Take allow. Der afghanische Führer und sein Hund haben die Prüfung bestanden. Demnächst werden sie gemeinsam auf ein Minenfeld gehen. Fütterungszeit. Jedes Tier bekommt eine spezielle Dosierung. Welpen und schwache Hunde erhalten Milch zum Kraftfutter. Für viele Afghanen war der Umgang mit den Hunden eine neue Erfahrung. Sie gelten im Islam als unrein. Solange sie aber den Menschen dienen, werden sie nach der religiösen Gesetzgebung toleriert. Erst wenn die Hunde versorgt sind, kommen ihre Führer an die Reihe. Das gemeinsame Essen nach 8 Stunden Arbeit ist für alle der Höhepunkt des Tages. Die Mitarbeiter des MDC bekommen einen festen Lohn und sind krankenversichert. Für afghanische Verhältnisse eine Seltenheit. Mit ihrem Gehalt versorgen sie die ganze Familie, nicht selten 4 Frauen und bis zu 15 Kinder. Abends beginnt auch für den Einzelgänger Mario Böhr die Freizeit. Jogging und Krafttraining auf dem Gelände des MDC sind für ihn der Ausgleich zu seiner nervenzehrenden Arbeit auf den Minenfeldern. Hier kann er abschalten, die Verantwortung vergessen, die er tagsüber hat. Mario Böhrs Ehefrau Sigrun und die 17 und 20 Jahre alten Töchter leben in Deutschland. Die Organisation für Minensuche und Aufklärung, kurz OMAR genannt, informiert Minensucher und Schulen in ganz Afghanistan über die gefährlichsten Minenarten. Einer ihrer Mitarbeiter ist Dr. Shahwali. Neben Minen gibt es auch eine große Anzahl von Booby Traps, die in unserem Land benutzt werden. Sie täuschen vor allem Kinder, unschuldige kleine Kinder. Sie sind getarnt als Pistolen, Schreibstifte, als Bücher, Lautsprecher, Radios, Kassettenrekorder oder Messer. Wenn die kleinen Kinder so etwas sehen, heben sie das natürlich auf oder berühren es zumindest. Und wenn sie es berühren, explodiert es. Das kann dem Kind die Hand abreißen. Das hier ist zum Beispiel eine Booby Trap. Das sieht aus wie eine Pistole und wirkt sehr interessant. Jeder würde sie aufheben. Doch sobald man sie berührt, explodiert sie, weil man sie mit Sprengstoff gefüllt hat. Das ist also keine Pistole. Es sieht zwar aus wie eine, ist aber keine. Das ist noch gefährlicher als eine Antipersonenmine, weil es voller Metall ist und Sprengkraft hat. Jedes Stück kann letztendlich ein Kind erblinden lassen oder eine erwachsene Person. OMAR wird, genau wie das MDC, vom Auswärtigen Amt in Deutschland finanziert. Mit Holzmodellen und Schildern versucht die Organisation, die Bevölkerung über Minen zu informieren und sie aufmerksam zu machen. Auch Mario Böhr informiert sich bei Dr. Shahwali regelmäßig über neu entdeckte Minentypen. Wir haben durch die neuen Angriffe, die letztes Jahr hier stattgefunden haben und immer noch stattfinden, durch die amerikanische Luftwaffe natürlich auch sehr viel verschiedenes neues Zeug, was in Afghanistan rumliegt. Es sind nicht nur die Landminen, die uns hier Probleme bereiten, sondern auch verschiedene Bombenarten, die jetzt unexplodiert auf der Landoberfläche liegen und die für Kinderhände natürlich immer interessant sind. Wenn wir uns diese Sachen angucken, das ist eine panzerbrechende Waffe hier in meiner linken Hand. Und das ist eigentlich eine Waffe, die, wo 20% nicht explodiert ist,
und jetzt hier in Afghanistan rumliegen. Für Kinderhände immer sehr interessant. Es ist ja immer so, wenn nach kriegerischen Auseinandersetzungen ist ja nicht mehr die militärische Truppe bedroht durch die Bewaffnung, sondern in den meisten Fällen 70% von den eingelieferten Verletzten oder getöteten Personen sind eigentlich Zivilbevölkerungen. Minen, die aussehen wie Spielzeug. Der Effekt ist brutal. Ein Drittel der Minenopfer sind Kinder. Sechstausend Kinder besuchen diese Schule am Stadtrand von Kabul. Eine Lehrerin von Omar unterrichtet Minenkunde. In Aufklärungskursen lernen die Kinder, wovor sie sich auf dem Schulweg in Acht nehmen müssen. Minen, Bomben und Granaten stehen neben Rechnen und Schreiben auf dem Lehrplan. Omar unterrichtet ganz bewusst auch Mädchen, denen es zu Taliban-Zeiten verboten war, die Schule zu besuchen. Minen können mehr als 50 Jahre explosiv bleiben. 78.000 Sprengkörper wurden seit 1995 in Afghanistan entschärft. Nach dem 11. September 2001 musste diese Arbeit von vorn beginnen. Experten schätzen, dass heute 10 Millionen Minen in dem Land liegen. In das Krankenhaus der italienischen Hilfsorganisation Emergency in Kabul werden wöchentlich bis zu 30 Minenopfer eingeliefert. Fast alle sind Kinder. Er sagt, wir waren in unserem Klassenzimmer und haben mit einem Ball herumgespielt. Wir waren zu zweit, ich und einer meiner Klassenkameraden. Dann gab es eine Explosion und wir können uns an nichts mehr erinnern. Das ist Serhat Kul und er ist 12 Jahre alt. Er hat Unterleibsverletzungen und Verletzungen des linken Beines. Beides, Bein und Fuß. Ich war auf dem Weg nach Hause und hörte einen lauten Knall. Ich kann mich an nichts erinnern. Kann er die Form des Objektes beschreiben, das die Explosion verursachte? Es war rund und es war schwarz. Der Morgen einer neuen Mission. Die UNO-Schutztruppe hat die Minensucher zu einer stark befahrenen Straße gerufen, etwa 40 Kilometer von Kabul entfernt. Rechts und links der Straße wird die Truppe einen Streifen von 5 Metern nach Sprengstoff absuchen. Begonnen haben wir hier an dieser Hauptstraße nach Parwan Anfang Dezember. Und wir haben jetzt schon März und wir müssen uns beeilen, dass wir auch diese Straße vor dem Frühling fertig kriegen, weil der Verkehr auf dieser Hauptstraße immer mehr wird. Und wenn Fahrzeuge sich dann gegenseitig überholen, wird wenig Rücksicht genommen auf die asphaltierte Decke. Es wird dann oft überholt auf diesen unbefestigten Teil. Und hier befinden sich noch extrem viele Minen. Und es gab auch im November letztes Jahr diesen schweren Unfall, wo 18 Menschen ums Leben gekommen sind, als ein Kleinbus auf eine Panzermine gefahren ist und alle Menschen praktisch auf der Stelle tot waren.
In den letzten 5 Jahren starben 7 Hundeführer und 10 Hunde bei der Minensuche. 24 Mitarbeiter wurden verletzt. Wenn einer der Männer stirbt, fällt er als Märtyrer im Heiligen Krieg. Das Gebet zu Allah vor jedem Einsatz gibt den Männern Kraft und hilft über die Angst hinweg. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ Der Einsatz beginnt. Ein Unfall ist natürlich immer etwas sehr Bedauerliches. Ich habe noch keinen in meiner Organisation gesehen. Es sind fast 1000 Mann, die hier arbeiten beim MDC. Aber die Afghanen sind aufgrund der langen Kriegszeit hier so hart im Nehmen. Und es verwechselt ja keiner Mut mit Leichtsinn. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben das auch im Feld sehen können, auch bei meinen Kontrollen. Es wird wirklich sich an die Sicherheitsvorkehrungen weitestgehend gehalten. Natürlich Unfälle, die durch Mitarbeiter gesehen worden sind, oder auch Leichnam, die gesehen worden sind, Verletzte, Gliedmaßenabrisse, die wir hatten, verlorene Augenlichter und so, tut da das einige dazu. Ja, wer das einmal gesehen hat, wird vorsichtiger. Man hat da 2-3 Tage unheimlich zu tun damit, weil die Bilder, die gehen einen 24 Stunden vor den Augen, also vor dem Gesicht hin und her. Und es ist schwer, das zu verkraften. Aber letztendlich muss die Minensuche weitergehen. Und wir wollen ja mit unserer Arbeit die Zivilpersonen schützen. Rex sucht auf abgesteckten, 30 cm breiten Bahnen den Straßenrand ab. Die Leine bildet den unmittelbaren Kontakt zwischen Hund und Führer. Auf der anderen Straßenseite sucht Bako. Er wirkt heute unruhiger als Rex, deshalb muss sein Führer besonders aufpassen. Eine unachtsame Bewegung des Hundes kann lebensgefährlich sein. Es gibt Minen, die bei der leichtesten Berührung explodieren. Andere werden erst durch das Gewicht eines Panzers ausgelöst und wieder andere sind miteinander verdrahtet. Diese Minenart ist besonders gefährlich, da unter der ersten Mine noch eine zweite vergraben liegt. Die explodiert, wenn die erste freigelegt wird. Bako setzt sich hin. Sprengstoff. Der Hundeführer ruft ihn zurück und belohnt ihn mit dem Ball. Wir als Deutsche, wir sind unheimlich tierlieb. Aber letztendlich ist das der Hund hier in Afghanistan ein Mittel, ein Arbeitsmittel, um Minen aufzufinden. Und wenn der Hund eine Mine auslöst durch Unachtsamkeit, kann der Hund das Leben verlieren oder es verletzt, sodass er nicht mehr genutzt werden kann. Letztendlich ist ein Hundeleben ersetzbar und ein Menschenleben ist nicht ersetzbar. Bei jedem Einsatz wartet ein Feldarzt in der Nähe, um vor Ort zu sein, falls etwas passiert. Heute lief es glimpflich ab. Der Einsatz der Truppe ist beendet. Die Hunde haben 5 nicht explodierte Gegenstände gefunden, die anschließend gesprengt werden. Sobald sich Hunde und Führer aus der Gefahrenzone entfernt haben, kommt der D-Miner zum Einsatz. Die roten Markierungen signalisieren eine potenzielle Mine.
Die Weißen zeigen den Minensuchern die Pfade an, auf denen sie sich ohne Gefahr zurückziehen können. Wenn man dann 3-4 Wochen in Deutschland ist, dann zieht es einen doch wieder zu seinen Kollegen nach Afghanistan, zu der Arbeit. Und ich möchte halt später mal schreiben können oder auch sagen können, du hast 3, 4, 5 Jahre oder auch 6 Jahre hier in Afghanistan mitgemacht, in der humanitären Entminung und hast mitgeholfen, hast deine Erfahrung eingebracht, hast mitgeholfen, das Land minenfrei zu machen.